Ta-ta-ta-ta, die wissenschaftliche Tagesschau heute, die News für Gebildete, 14.04.2020, die 20-Uhr-Ausgabe. Ja, gerade ZDF heute, es tendiert so im Moment zur nur schleppende Lockerung der Maßnahmen, also der Schrecken geht weiter, die totale Selbstzerstörung der Welt, aber auch besonders Deutschlands soll also noch kräftig weitergehen. Die Schädigung durch den medizinisch-pharmazeutisch-industriellen Komplex geht weiter, was ich gleich beweisen werde, naturwissenschaftlich, dass es um eine Schädigung selbstverständlich sich handelt. Dänemark, Italien und Österreich lockern schon. Die werden uns wirtschaftlich sozusagen davonziehen und wir werden wirtschaftlich, volkswirtschaftlich das Nachsehen haben. Ja, und wir werden eben, wie gesagt, von Irrtümern gebeutelt. Das ist aber das Schicksal. Natürlich, wir leben seit zwischen 140.000 bis 400.000 Jahren in der freien sozialen Marktwirtschaft, die der Chefideologe der Rechten, Dr. Markus Krall, sozusagen verherrlicht und uns sozusagen total auf den Hals setzen will. Und es ist unglaublich. Ja, ne? Gucken wir uns doch mal einfach nur mal so ganz kurz. Ich verweise auf die über 400 anderen Sendungen und auf 4 Homepages dabei. Ne? Unten in der Infobox kann man zu der ersten der 4 Homepages schon mal klicken. Und wenn man dann fleißig alles durchstudiert hat, kommt man irgendwie auch auf die nächste Homepage und so weiter. Ja, schauen wir mal uns das an. Ja, hier. Stellen wir uns vor, unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall wäre da ein Lebensmittelhändler sozusagen und dieser hier würde sagen, nö, ihr solltet bloß nicht dieses neumodische Zeug von den Lebensmittelhändlern essen. Ich liefere euch nur kerngesundes, reif geerntetes Obst und Gemüse, Wildkräuter, Pilze, Nüsse und so weiter. Alles, was reine Natur ist. Ne? Und der andere irrt sich nach dem Naturgesetz von Mutation und Selektion, Variation und Selektion, kommt es zwangsläufig irgendwann zu Irrtümern. Und dieser irrt sich und glaubt, naja, also hier. Stellen wir uns vor, also zu einer Zeit, ja, stellen wir uns jetzt mal einen heutigen Lebensmittelhersteller her vor und der auch gleichzeitig dann auch vielleicht noch den Lebensmittelhandel beliefert. Und der glaubt jetzt, stellen wir uns vor, wir wüssten alle noch nicht, wie gefährlich Strychnin ist. Wir wüssten noch nicht, wie gefährlich Quecksilber ist. Und wir wüssten noch nicht, wie gefährlich Arsen als Gifte sind, sozusagen. Und jetzt irrt er sich und da Arsen, Strychnin und Quecksilber unheimlich irgendwie hilfreich wären, vielleicht jetzt in unserem Beispiel, vielleicht für die Konservierung und oder für andere Eigenschaften der künstlich hergestellten Nahrungsmittel, ja, dann würde er jetzt einfach Strychnin reintun, natürlich in kleinen Mengen, Arsen in kleinen Mengen, Quecksilber in kleinen Mengen. Und nach Monaten, über die Monate hinweg, würden die Leute schleichend immer würden Stück für Stück ihre Gesundheit verlieren und wären über Monate und Jahre hinweg angegriffen und so weiter. Niemand würde es bemerken unter den Rahmenbedingungen der freien Marktwirtschaft. Und im Prinzip würde dieser Händler ganz viel verdienen, weil ja seine Produkte billiger sind als andere, weil er die Sachen besser konservieren kann als andere und so weiter. Aber nach und nach würde die gesamte Weltbevölkerung durch Strychnin, Arsen und Quecksilber vergiftet werden.
genau diese Situation haben wir unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft heutzutage. Und nur, dass die Gifte halt nicht Strychnin, Quecksilber oder Arsen heißen, sondern sie heißen halt Zucker oder Süßstoffe oder Glyphosat oder die Gifte haben halt einfach nur andere Namen, ne? Und ja. Und jetzt nochmal ganz kurz zur Pharmaindustrie und Medizinindustrie. Unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft des Chefideologen Krall haben wir also es hier zu tun, sozusagen mit einem Medikamentenentwickler und Heiler ganz früh in der Evolution. Und der sagt, nein, ihr solltet also in erster Linie nicht dieses krankmachende Zeug der Lebensmittelhändler essen. Und dann habt ihr starke Immunsysteme und braucht uns eigentlich gar nicht. Und der andere, da ist wieder mal viel später einer, der irrt sich halt. Und der sagt, nein, also diese ganze dieses Arsenessen, Quecksilberessen und Strychninessen, das schadet euch gar nicht, das ist alles irrelevant und so weiter. Nein, ihr braucht unsere Tests, Impfungen, Operationen, Bestrahlung, Chemotherapien und so weiter. Der wird viel verdienen, der wird viel Umsatz machen, weil die Leute durch die krankmachende Ernährung immer wieder krank werden. Er hat dann eine Armee an Dauerkunden und kann sich bereichern und kann sich ausbreiten und hat eine ganze Familien, eine Großfamilie der Medizinprofessoren begründen, während dieser hier irgendwann seine Wanderpraxis schließen wird müssen. Das heißt also, alles in der freien sozialen Marktwirtschaft steht unter dem naturwissenschaftlich dringendsten Verdacht, dass es sich um eine in allen Bereichen der Gesellschaft um eine Anhäufung von gewinnbringenden und karrieresteigernden Irrtümern handelt. Und dass das eben uns alle schwerst schädigt. Und im Moment ist es also quasi so, letztendlich der Berufsstand, den man in der freien sozialen Marktwirtschaft am wenigsten trauen kann, ist ja eben der Berufsstand der Medizin und der Pharmazie, weil eben dort die gewinnbringenden Irrtümer sicherlich sehr lange Zeit hatten, sich zu evoluieren und zu entwickeln. Und so weiter. Und im Lebensmittelbereich müssten die gewinnbringenden Irrtümer noch größer sein. Dort sozusagen ist also, wir werden, wahrscheinlich ist die Hauptvergiftung im Lebensmittelbereich und die zweitgrößte Vergiftung im Medizinbereich, ja, und Pharmabereich. Und dafür sprechen auch alle Daten und sprechen von allen klugen alternativen Ärzten, die also reflektiert haben, was da alles schiefläuft in ihrem eigenen Studium und Berufsstand und so weiter. Und deswegen ist es so tragisch, dass wir jetzt nochmal so richtig gebeutelt werden, wieder vom pharmazeutisch-medizinischen industriellen Komplex so richtig schwerst geschädigt werden gerade, ne? Gut, jetzt schauen wir uns nochmal an hier, heute unser Bild des Tages, kommen wir nochmal zurück. Ja, man kann so sagen, die Welt im Griff einer sozusagen höchstwahrscheinlichen, nach allen naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, die ich eben geschildert habe, im Griff einer Corona-Hysterie sozusagen, einer Neuauflage der Schweinegrippe-Hysterie von 2009 war das, glaube ich, ne? Und ja, die Schäden werden immens sein. Und jetzt, ich meine, wenn die ganze Welt gleichmäßig geschädigt würde, würde sich an den relativen Positionen der Staaten zueinander nichts ändern. Aber wie es aussieht, steigen andere schneller aus als Deutschland aus den Maßnahmen und dann werden die wirtschaftlich stärker rauskommen aus der Krise, aus dem ganzen Theater und Deutschland wird wieder noch stärker geschädigt, ja, und wird noch mehr kaputt gehen.
Ja, warum und die Lösung, warum tun sich die Leute so schwer? Also Bhutan hat es doch vorgemacht mit dem Bruttonationalglück als Staatsziel. Ja, warum? Ich verstehe nicht, wie Menschen die Wohlfühlstimme, die neue zusätzliche Wahlstimme überhaupt nicht wollen können. Ja, denn sozusagen dann in dem Moment wären alle diese Irrtumsquellen, also alles, was in der freien sozialen Marktwirtschaft des Dr. Markus Krall wäre, würde durch die Beendigung der freien sozialen Marktwirtschaft, durch die Wohlfühlstimme und durch diese Form der gesunden, idealen Planwirtschaft in einer Gesellschaft sozusagen, würden all die gewinnbringenden Irrtümer keine Gewinne mehr bringen, die würden quasi in der Evolution dahin rücken, würden also in den Aussterbenspfad rücken, wenn es sei denn, sie korrigieren ihre Irrtümer, ja, ihre gewinnbringenden Irrtümer, und die Wahrheitsträger sozusagen, die würden in die Position der Erfolgreichen rücken und der sich Ausbreitenden und viel Nachwuchs hochziehen könnenden rücken. Und also die Wohlfühlstimme sozusagen würde uns Menschen und auch unsere geliebten Milliardärskönige uns alle gemeinsam zu den Herrschern der Welt machen und nicht, dass die Wirtschaft uns versklavt und uns schwerste Schäden zufügt, ja? Also lesen Sie ruhig nochmal hier bei den Next Scientist for Future.de, auch in der Infobox der Link, hier in diesen neuen Videos werden die Sender das wohl überall mit reinschreiben. Also lesen Sie das alles genau nach und studieren Sie dann alles Weitere. Dann alle Probleme, fast alle Probleme der Menschheit wären schon alleine weg, nur mit der Wohlfühlnotenwahlstimme. Und dann mit den anderen restlichen 19 weiteren Reformen kriegen wir auch den Rest total in den Griff an Problemen. Ja? Und ja, also wie gesagt, ich kann es nicht fassen, dass es immer noch Menschen gibt, die einfach so verliebt in ihre linksradikalen und rechtsradikalen Sekten sind. Diese Leute sind noch schwerer zu korrigieren als Zeugen Jehovas. Ja? Die sind so in ihrem Sektendenken drin, dass da nichts zu machen ist. Zum Beispiel habe ich auch erfahren, dass es da also auch Gespräche gab, Internetgespräche mit einer Sektenanhängerin von der Felberschen Gemeinwohlökonomie, wird so geschildert, das wurde mir so berichtet, dass das also leichter können sie einen Zeugen Jehovas überzeugen von dem Wahnsinn seiner Sekte als oder von einem Scientologen, als diese linksradikalen, linksextremistischen, verfassungsfeindlichen Sektierer, ne, sozusagen. Die kriegt man nicht hin. Ja, so, weiter mit den Nachrichten. Lob, heute gab es ja im Laufe des Tages schon vom Lob, vom Robert-Koch-Institut, also wie ich ja eben nachgewiesen habe, auch wieder einer Instanz, der man kein Wort glauben sollte, wenn man Naturwissenschaft ernst nimmt. Da ist damit ja bewiesen, dass die einfach nur in einer Welt gewaltiger Irrtümer leben. Und diese sozusagen zur Steuerung des Staates zuzulassen, ist Selbstmord, ne, aus meiner Sicht. Ja. Und das ist naturwissenschaftlich bewiesen. Ja. Und naturgesetzlich sogar bewiesen. Ja. Aber das Robert-Koch-Lob natürlich in erster Linie die Politik, die Maßnahmen zeigen Erfolge. Politik hat also quasi ja alles richtig gemacht, ja. Naja gut, ist klar, die Blamage muss ja auch verhindert werden. Ne? Söder aus Bayern als starker Mann warnt vor Überbietungswettbewerb bei Ausstieg, das sieht man schon, aha. Naja, er hat ja auch erleben können, dass er so als starker Mann jetzt viele Wähler hinter sich hat und warum soll er das jetzt ändern? Besonders wenn die Mehrheit der Menschen so medizinhörig ist, dass sie selbst eher gegen die Lockerung der Maßnahmen sei. Ne?
Ja, Sarah Wagenknecht von der Linken hält wieder so eine gewisse Zornrede gegen die Reichen. Schamloser Reichtum, sagt sie, ja. Das ist wieder dieses verrückte Anrennen gegen die Milliardärskönige, anstatt mit ihnen gemeinsam das Problem der freien sozialen Marktwirtschaft zu lösen und zu beenden und mit den Next Scientists for Future. Dieses Anrennen bringt nichts, ja. Ja, KenFM sozusagen berichtet wohl so, der Sender KenFM, das ist nicht immer der Ken selber, sondern der Sender, Internetsender KenFM berichtet, in Schweiz würden die Krankenhäuser großenteils leer stehen und so weiter. Also da sieht man auch wieder diesen ganzen Irrweg, ne? Dr. Markus Krall, ja, habe ich mal wieder reingehört, spricht ja von der Freiheit, ja, also sozusagen, ja, also nochmal, der Dr. Markus Krall mit Freiheit ist er sich nicht bewusst, dass er meint, die Freiheit der Lebensmittelindustrie, Strychnin, Arsen und Quecksilber, wenn sie noch nicht als tödliche Gifte bekannt wären, in die Nahrung reinzutun. Und es gibt dann unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft, besonders der freien Marktwirtschaft, null Möglichkeit, sozusagen diese Vergiftung der Weltbevölkerung irgendwie nochmal erfassen zu können, ja, und dann korrigieren zu können, weil der freie Markt, ja, also eine schleichende Vergiftung. Es kann da, bei einer schleichenden Vergiftung ist eine Zuordnung zu diesen speziellen Strychnin-Nahrungsmitteln nicht möglich. Das ist nicht möglich. Das lässt sich nur mit großen Staatsstatistiken, wie sie eben ja mit der Wohlfühlnote und den Gesundheitsdatenerfassungen gekoppelt sind, lässt sich rausfiltern, wo wirklich solche Strychnin-Nahrungsmittel sind. Aber unter Bedingungen der freien Marktwirtschaft sind wir hilflos solchen Vergiftungslebensmitteln weiterhin ausgesetzt. Ja, und wir haben dagegen keine Chance. Ja, ja, und das will uns Dr. Markus Krall noch in der schlimmsten Form noch weiterhin bringen. Ja. Wo er recht hat, ist ja, das habe ich aber schon ein paar Mal erwähnt, dass wir die Meere aufteilen müssen und verteilen müssen auf Staaten, damit die ein Privateigentum quasi an den Fischgründen haben und damit dann die Überfischung aufhört und auch die Verdreckung und so weiter. Weil ja dann alle Besitzer eines Meeresteils sind und dann gibt es nicht mehr dieses sozusagen, ja, solange es niemandem gehört, kann man es ja verdrecken, wie man will. Ne? Da hat er recht. Ne? Und Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie mit seiner Gemeinwohlökonomie hat eine neue Sendung gebracht und dabei durchaus einiges Vernünftiges gesagt. Ja? Er sagt zum Beispiel, ja, also wir haben doch weltweit, werden immer genannt, pro Jahr 650.000 Grippetote weltweit. Normalerweise bisher werden nur 100.000 Grippetote genannt weltweit, ja, in dieser Grippesaison, und zwar Corona-Tote, nur 100.000 Corona-Tote genannt. Also würde das bedeuten, dass wir bis jetzt ein Sechstel weniger als ein Sechstel haben. Jetzt kann man sich natürlich rausreden, ja, weil die Welt Maßnahmen gemacht hat. Aber wenn man sich so rausredet, ist es wieder total unvernünftig, weil warum, wenn wir also in Zukunft also diese 650 Toten weltweit nicht mehr ertragen wollen, also dass dann eben im Winter die dran sind, weil sie so multiple Vorerkrankungen haben, die also mit dem Sterben dran sind,
sozusagen, dass wir das, wenn wir das demnächst verhindern wollen, dann müssen wir also jetzt jährlich, jedes Jahr im Winter die ganze Welt stilllegen. Dann schaffen wir es wahrscheinlich auch bei der Grippe nur auf 100.000 runterzudrücken, sozusagen. Aber was soll das? Ja, also die Leute sterben dann ein paar Monate später und dafür legen wir jeweils die ganze Welt still, ne? Ja, Schluck Wasser, Sekunde. Ja, denn wahrscheinlich steigen dann im Sommer die Sterbezahlen, weil die Leute halt dran sind wegen der Vorerkrankungen. Das habe ich aber eben auch schon mal gesagt. Dann sagt Felber richtig, ja, in Italien, da gibt es neue Berechnungen von Medizinprofessoren und so weiter, dass eben, wenn man bei sauberer Todesursachenuntersuchung, dass vielleicht in Wirklichkeit in Italien nur ein Zehntel der Toten sozusagen vorhanden sind, also wirkliche Corona-Tote sind und dass es sich, nee, ein Achtel, glaube ich, war das, und dass es dadurch insgesamt nur ein Zehntel der Toten in den Grippejahren in Italien jetzt gab. Jetzt kann man wieder sagen, das hat man durch die Maßnahmen gemacht. Aber was ist das? Machen wir jetzt jedes Jahr Maßnahmen, nur damit wir am Ende ein Zehntel der üblichen Grippetoten jedes Jahres haben, wo wir uns Jahrzehnte nicht ein einziges Mal über die Grippetoten aufgeregt hatten, ne? Also, wie gesagt, vor allem, wenn diese Leute dann noch Jahrzehnte leben würden, wäre ja schön, aber ich vermute, dass diese Leute, die so vorgeschwächt sind und so ein total schwaches Immunsystem haben aufgrund mehrerer Vorerkrankungen, dass denen sowieso nur noch ein paar Wochen bis Monate oder so gegeben sind und das damit mit einem totalen Weltstillstand jeweils jeden Winter zu bezahlen, klingt für mich schon nach Wahnsinn, ne? Ja, und dann sagt er, ja, also von denen, man hat festgestellt, dass 50-85% null Symptome bei Corona hätten. Das spricht doch auch nicht unbedingt für einen Killervirus, ja, denn so ein Killervirus sollte doch eigentlich bei deutlich mehr als 50% oder so Symptome wenigstens machen, ne? Ja. Und dann sagt er, ja, das Corona ist wohl mit der Mortalität von Grippe vergleichbar, ja, ich würde sagen, es gibt viele Hinweise, dass vielleicht sogar schwächer ist als Grippe, ne? Sondern und er erwähnt natürlich auch das Beispiel der Schweinegrippe, wo die WHO wohl die Sterblichkeit wohl um das 10- oder sogar noch viel mehrfache überschätzt hatte, ja. Und ja, und trotzdem glauben wir diesmal der WHO oder dem Robert-Koch-Institut oder Bill Gates oder wem auch immer, ne? Und Drosten und Co., ne? Maßnahmen, dann sagt Felber richtig, es gebe da Studien auch in Israel oder sowas oder Überlegungen, dass die Maßnahmen ähnlich tödlich wie Corona selbst seien, ja, dass wir also im Moment den Teufel mit dem Beelzebub versuchen auszutreiben. Und man solle vielleicht doch einfach nur die Menschen mit Vorerkrankungen in Sicherheit bringen. Wie gesagt, wenn es uns darum geht, deren Leben noch mal ein paar Wochen und Monate zu verlängern, ja. Alle anderen sollten sogar extrem viel näher ausgesetzt werden, damit sie möglichst schnell alle Kontakt mit dem Virus hatten, Immunabwehr dagegen entwickeln und danach nach Wochen sind sie keinerlei Gefahr mehr, weil ja das Immunsystem stärker ist dann als das Virus und dadurch können sie dann problemlos wieder ihre Großeltern besiegen. Was der Schwachpunkt bei Felber ist, ist halt, dass er kein Wort über die Immunschwächung verliert durch Ernährung, weil er ja auch mit seiner Gemeinwohlökonomie kein Problem dabei sieht. Also seine Gemeinwohlökonomie würde das zentrale Problem der Menschheit, nämlich dass der Markt auch gemeinwohlzertifizierte
oder gemeinwohlbilanzierte Firmen würden nach wie vor in ihren Broten eben, was ich eben geschildert hatte, nämlich dass sie, wenn Strychnin, also quasi vergleichbare Gifte wie Strychnin, Quecksilber und Arsen, würden sie ja diese gemeinwohlbilanzierten Unternehmen ganz genau so reintun, weil ja niemand eine Endkontrolle macht, nämlich zu gucken, wie dieses Brot statistisch, von Staatsstatistiken untersucht, welche Auswirkungen es bei Leuten hat, die viel von diesem Brot kaufen, welche toxischen Auswirkungen das auf den Gesundheitszustand der regelmäßigen Kunden dieses Brotes hat und auf die Wohlfühlstimmenveränderung sozusagen. Ja? Also erst mit der Wohlfühlstimme und den Staatsstatistiken kann man sozusagen Rückschlüsse ziehen, dass sogar auch ein Gemeinwohlbilanz positivst beurteiltes Unternehmen in Wirklichkeit faktisch die Bevölkerung vergiftet. Solch ein Ergebnis ist nicht möglich durch Felbers Gemeinwohlbilanzierungskonzept, sondern erst durch die Wohlfühlstimme möglich. Und damit ist ganz klar bewiesen, dass Felbers Konzept der Gemeinwohlökonomie total minderwertig ist, verglichen mit dem Wohlfühlstimmen-Gemeinwohlökonomie-Konzept der NextScientistForFuture.de, ein Wort. Ne? Ja, so viel zur heutigen wissenschaftlichen Tagesschau heute, den News für Gebildete. Bis bald. Tschüssi.